Dolomiten, Norditalien, Herbst 1918. Die Front zwischen Italien und Österreich-Ungarn ist erstarrt. Umgeben von schneebedeckten Bergen vermag keine Seite den Feind zu brechen. Während sich die regulären Truppen eingraben und ihre Stellung befestigen, plant ein Gebirgsjägerregiment einen unorthodoxen Angriff. Diese Einheit ist auf riskante Einsätze spezialisiert. Man nennt sie die Arditi. Das Motto der Arditi: O la vittoria, o tutti occupati. Übersetzung: entweder siegen wir oder wir werden sterben, oder? Das geht immer zu schnell, deshalb habe ich es beim letzten Part nicht vorgelesen. Oder beim vorletzten, ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall viel Spaß mit der Sequenz. Alles in Ordnung? Wir können jetzt den Kuchen anschneiden. Wow, die sind unglaublich. Ja, es war eine unglaubliche Zeit. Du hast gut ausgesehen in der Uniform. Nein, nein, das ist Matteo. Oh, natürlich. Tut mir leid, Papa, nimm dir so viel Zeit, wie du brauchst. Nein, nein, schon gut, Tesoro. Es wird Zeit, dass ich dir alles erzähle. Es war bei unserer letzten gemeinsamen Schlacht. Kurz nach unserem 21. Geburtstag. Das Bataillon meines Bruders sollte eine Festung tief in feindlichem Gebiet einnehmen. Ich war nicht dabei. Ich war in einer Spezialeinheit mit einer anderen Aufgabe. Wir sollten Matteos Bataillon unterstützen. Es war eine stolze Einheit. Wir haben den Krieg verändert. Die Arditi. Hola Vittoria! Und damit ein herzliches Willkommen hier zu Battlefield 1. Das ist ehrlich. Während Matteo vorrückte, musste ich auf dem Berg alles ausschalten, was auf seine Einheit feuern konnte. Ich habe schon Angst um dich, wenn ich nur die Geschichte höre. Keine Sorge. Ich hatte eine Art... Was kann das denn? Rüstung an. Wie ein Ritter auf dem Schlachtfeld. Außerdem waren die Arditi stolze Freiwillige. Für Italien hätten wir alles getan. Am Anfang des Weges stand eine Kirche, in der sich feindliche Truppen verschanzt hatten. Die musste ich Oh, da habe ich gerade jemanden gesehen. Da ballern wir uns durch! Ich bin der Held. Ich halte nämlich ganz schön was aus. Oh, das ist der Flammengedöns-Heini. Ich hasse den ja, ne? Ihr wisst das. Wer ja, die letzten Parts verfolgt hat. Leider sind da zwischendrin zwei, drei Parts, die quasi im Fenstermodus gespielt wurden. Das tut mir immer noch. Ich würde es am liebsten rückgängig machen. Dann ist irgendwie die Linie. Aber leider geht es nicht. Komm! So. Also, mit dem Zielen hat das ja nicht so. Das ist ein bisschen schwierig hier. Da oben, ja, sag's doch gleich. Wo schieße ich denn drauf? Das sah gerade so aus, als wäre das eine Person. Wo kommt denn das?
Ja. Ach da, du sagst doch gleich. Bisschen zurückziehen, ganz so unverletzbar sind wir jetzt ja auch nicht. Okay, das war kein guter Wurf von mir. Da wäre es manchmal ganz gut, wenn man Italienisch könnte, denn dann wird man wenigstens verstehen, was sie hier eigentlich sagen. Eigentlich habe ich auch mal vorgehabt, Italienisch zu lernen. Aber die Umsetzung war bisher noch nicht so erfolgreich. Ich muss ein bisschen sorgsam umgehen mit meiner Munition. Ich könnte mir vorstellen, dass das noch eng wird. Wo ist er, wo ist er, wo ist er, wo ist er? Obwohl sich das jetzt mal viel anhört, dass wir jetzt noch 400 haben. Dann ist auch schon einfach mal voll viel verballert. Ich will einfach auf alles schießen, was sich bewegt. Und man weiß gar nicht, wo man hinzielen soll hier. Weil die sich immer wieder ducken und... Oh, ich sag's doch gleich. Wir müssen ein bisschen gezielter. Alter, da kommt plötzlich einer raus, gut. Alles klar. Wir sind quasi so ein schwerer Schütze. Von wo? Okay, das ist nicht gut. Warum treffen wir den einfach nicht? Ja, ja, ich weiß, Avanti, Avanti. Okay, so, jetzt haben wir gerade so ein bisschen den Dreh raus, aber ich will jetzt... Man muss natürlich auf Kopfhöhe zielen, das ist ja logisch, ne? Aber das geht mit dem Ding natürlich jetzt nicht so einfach. Da kümmern sich andere drum, wir kümmern uns jetzt hier eher auf die Seite. Alles klar. Weg. Sagt er gerade Scampi? Hat sich gerade wie Scampi abgehört. Aber unsere Rüstung ist schon geil, das muss man schon sagen, ne? Nachhaltig ist natürlich nicht so der Burner, aber das ist ja logisch, ne?
Langsam ist so ein bisschen die Deckung von denen weg. Ja, komm! Ja, auf die... Auf Reichweite ist er jetzt nicht so der Burner. Das ist einfach nur stures Rumgeballer hier, ne? Aber es gehört natürlich zu Battlefield genauso dazu wie richtig geile Zwischenszenen, die einen richtig fesseln. Letzten 200 Schuss aus dieser Waffe. Boah, da von da, sag's doch gleich. Das ist ja wie eine Plage hier. Glitsch hier nicht so rum. Das sieht komisch aus. Ich will nicht, dass das Spiel komisch aussieht. Komm! So. Das ist doch nicht normal! Ich wollte da gerade ein bisschen vorrücken, aber das funktioniert hier leider nicht so. Wir rücken mal ein bisschen vor. Das war jetzt, glaube ich, nicht so die beste Idee.
bräuchte nämlich Munition. Das wäre mir ziemlich wichtig. Was ist denn das? Ja. So. Der hat Panzer gesagt. Ich glaube. Ah, wir sind nach vorne gerückt. Alles klar. Von wo? Was von da? Das ist immer die Sache mit der Munition, ja? Hat man, da denkt man, wow, man hat voll viel Munition. Oh. Neuer Part wäre angesagt. Die haben ja alle die Waffe. Das ist super. Euren eigenen Waffen zurückschlagen. Tut mir leid, ne? Aber ich brauche eine Munition. Ich brauche Munition. Die Waffe ist ganz geil. Nach den Flammschützen kamen nur noch einige Fußsoldaten. Die musste ich noch erledigen, dann würde die Kirche uns gehören. Okay, die haben sie auch gern. Von dem her ist das in Ordnung. Wo seid ihr? Oh, das ist nicht gut. Wo schieße ich denn? So.
Du bist die Richtige. Was mach ich denn hier für einen Schrott? Ich stehe vor dem Nachladen. Ich müsste nur einen Nahkampf machen. What the fuck? Was mache ich da? Ganz ehrlich, manchmal denke ich mir schon, was ich da mache. Manchmal schieße ich auch auf meinen eigenen Kumpanen. Da war dieses Artilleriegeschütz, das auf Meteos Einheit feuerte. Das musste ich zerstören. Er rückte also noch immer zur Festung vor. Ich musste dafür sorgen, dass er sie erreicht. Und das war's für diesen Part. Genau, das war's für diesen Part. Bis zum nächsten Mal. Ich bedanke mich. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.